hier mit einem Fight. Und wieder sehe ich hier, dass so eine dicke Rakete reinschallert von dir oder was? Was wechselt er zur Waffe? Das ist eine blaue Kugel. Oh, hier wollte ich gar nicht hoch. Junge, lass mich hier weg. Ich bin in der Falle. Ich konnte es gerade nicht mehr sehen. Junge, ich bin in der Todesfalle. Ich komme nicht. Leute, das. War das nervig, Alter. Das kommt wieder die dicke Rakete da rein. Und wieder kam eine Rakete da rein. Wo ist der Raketentyp? Der, ne? Ja. Das war's, Alter. Scheiße, jetzt habe ich nicht mehr gesehen, wie viele Gegner es waren. Getötet Gegner 60. 1000 göttliche Leben als Preis. Nervig wie Sau, Alter. 60 Leute und ich bin vorhin bei ungefähr... Oh, das war hier damals. Hier oben war der goldene Skarabäus drauf. Und ich glaube, das war's. Jetzt packen die Leute. Dachten sie, ah, das war damals ein bisschen zu billig. Einfach den Skarabäus. Vor allen Dingen muss man erstmal dran denken, dass hinten noch die Tür war. Ah, ein Goldener ist keiner böse, Digga. Nee, lass mal 60 Gegner ungefähr reinpacken. Richtig Spaß haben. Naja, so, ich brauche mich da jetzt auch nicht drum aufgeilen. Das war nur, um mich abzusichern, dass ich auch alle hab, weil ich nicht brauche. Und das ist auch wichtig, weil ich muss nochmal zum Shop. Und zwar Schmiede. Oh, ich kann diese legendären goldenen Skarabäer, die ganze Welt verteilt sind. Wenn sie ihn mir geben, können wir einen vorteilhaften Tauschhandel machen. Okay, ich habe ihn jetzt eingegeben oder zwei. Er gibt mir jetzt Leben der Götter. Die Anzahl, die sie mir heute gebracht haben, ist zwei. Das macht also insgesamt zwei. Ja, danke. Okay, die tune ich auch schon mal auf, weil die wollte ich ja im nächsten Kapitel spielen. Dann gucke ich, was er hier noch hat. Nämlich noch einen kleinen Trank. Ich habe nur einen. Komm, einen kleinen Trank nehmen wir. Ich habe auch keinen großen, dann nehme ich noch einen kleinen. Der Rest wird aber gespart. Drei kleine. Und, Leute, man muss ja dazu sagen, ich habe auch noch 1000 göttliche Leben. Ich kann sowieso mal gucken, wie viel ich von den kleinen göttlichen Leben habe. 1000 göttliche Leben und Leben der Götter. 4. Da kommen alle 4 rein. Dann habe ich insgesamt... Habe ich jetzt noch einen? Ja, dann habe ich 5 aktiviert von 9. Das heißt, bei 4 wird meine Liste wieder größer. Und 1000 göttliche Leben muss ich einsetzen, wenn ich echt weak bin. Weil ich bin der Meinung, damals, das hat deine Energie auch gleich mit aufgefüllt. Ist also nochmal geiler als ein dicker Trank sozusagen. Da war jetzt nichts mehr, was man mit dem Krater aktivieren konnte, oder? Doch, aber wie geht's da lang? Eigentlich muss ich doch den Weg unten lang gehen, oder nicht? Ja, okay, überall geht die Auswärtskarte, außer da. Ich glaube, das ist nachher zum Endboss-Fight. Endboss-Fight brauche ich ja, kann ich ja ruhig spoilern. Habt ihr ja gesehen, wer da vorhin oben auf Dach geschossen worden ist. Okay, jetzt gehen wir den Hauptweg weiter. Ich speichere nochmal ab, nachdem ich die 60 Gegner down gemacht habe. Hier ist die Tresur mittlere Kabine. Wieso sind die Fässer hier so eine roten? Wieso stehen hier so eine roten Fässer? Ohne Witz, hier hat sich viel verändert. Pfeile. Nehmen wir mal ein paar Pfeile rein. Es hat ja immer schon was zu bedeuten. Ja, hier kommen jetzt Safe-Gegner. Hier ist die Kurbel. Wenn ich jetzt Kurbel komme, kommt die Kamera da drin. Ja, da geht's nämlich schon los. Ich kann mich halt wieder kein Stück wegbewegen.
erstmal den ersten sehen. Den so machen. Was ist das hier? Diese eine Tonne würde ich ungern schlagen. Ich wette, drüben steht einer mit dem Pfeil, der schießt dann auf die Tonne und dann sind die down, dann stehe ich mich hier wie ein Affe. Deswegen schieße ich mal eine an. Guck mal, das sind nämlich auch noch so ein Bällchen dran. Dann habe ich nämlich alle Tonnen hier schon mal zur Sicherheit weggemacht. Nehme ich mir nochmal Pfeile mit. Kann ich hier rauf? Ja. Jetzt kann ich hier auch noch rauf? Nee. Okay, jetzt gucke ich weiter und ich glaube, es war so, dass aber entweder kommt nochmal ein Gegner. Oder auf der anderen Seite stand jetzt einer, wo ich absnagen. Jetzt aber, oder? Ja. Habe ich gerade den absoluten Ninja-Move gemacht? Indem ich seine Rakete einfach mit meinem Pfeil zerschossen habe? Er wollte mir eine dicke Bazooka drücken. Wenn man das übrigens nicht weiß, ne? Dann will man hier einfach ganz motiviert rüberklettern und dann schießen die einen mitten in der Luft ab. Also das klingt richtig nach Spaß. Okay, ich will jetzt auch nur loslassen irgendwie. Nee, nochmal zu dem Thema. Ich habe auf jeden Fall ganz normalmäßig seine Bazooka abgeschossen, die er auch nur kloppen wollte. Digi, ich komme um die Ecke. Arschloch, stell mal vor. Jetzt runtergeflogen, Alter. Er macht die Rolle bis ganz unten und der Gegner schon komplett traumatisiert. Lobekopf und Schultertrauma. Was für eine Stümperei. Machen die sich etwa über die Linie lustig? Hätte ich hier auch reingekommen? Billig. Ja, das ist das Stromding, ne? Da wisst ihr doch noch, was, wie es hieß. Strom drin muss eigentlich erneuert werden, weil schon total Schrott ist. Klopp ich dann mit dem Schwert auf die Stromdinger auf. Der Ding ist Schrott. Vor allen Dingen die Rohre oben auch haben wir verbogen. Alle Lampen werden green. Let's go. Diese Tür benutzen, wenn ich auch da lang kann. Oh shit. Was ist das? Ja. Ja, die kommen da jetzt drüben welche oder kann ich da jetzt mich langhangeln? Kommen da jetzt welche und schießen mich auch runter? Kommen hier jetzt welche? Es wäre so der 31er. Aber ich glaube, ich sag mal lieber noch nichts. Ich bin safe. Easy. So, ein paar neue Pfeile opfern. Wer weiß, wenn man die wieder usen kann. Ich wusste, Kapitel 3 zieht sich Hammer in die Länge. Leute, ihr werdet sehen, ob es in zwei Teile kommt und nicht. So, ja, haben wir hier alles abgesucht. Jetzt gibt es ja wirklich nur noch einen Weg. Wo es lang geht. Jetzt gehe ich nicht nochmal zum... Wie viel Tränke habe ich jetzt für den Endboss-Fight? Ich überlege, ob ich doch nochmal runtergehe. Ich habe 4 kleine und 1000 göttlich und hier noch so ein, dass ich nochmal einen Limpo in den reinfallen kann. Ich versuch's. Wir versuchen es, Leute. Wir wollen uns ja immerhin das Fluin drum aufheben für... Ne? Hier war ich schon mal dran. Einmal die falsche Tür. Fluidum aufheben für die Waffenverbesserung. Und dann kann ich das Holzschwert noch mal aufziehen.
Holzschwert. An sich eine richtig billige Waffe. Ah, jetzt ist ja auch grün. Beste Life. Ja, schieß doch schon auf mich. Ich habe noch nicht mal Zeit, da hochzukommen. Ach, schlimm. Hä? Wieso läuft die Zeit noch? Ja, dann komm her hier. Was aimst du da oben ab? Das war es aber, oder? Ja, wo er nochmal einen schönen blauen bekommt zum Aufladen. Was ist denn hier oben? Hm? Ah! Mo-Mäuse! Mo-Mäuse! Hat sich hier noch ein Skarabius versteckt. Als hätte ich ihn riechen können. Mit meinem dicken Riecher. Wo geht's hier runter? Das weiß ich gerade wirklich nicht. Da tue ich gerade nicht nur so. Oh, ich stecke hier im Gitter fest. Oh, shit. Durchtrainiert ist er ja, ne? Muss man ihn... Oh, noch einen starken Kraftsaft, Alter, vorm Endboss-Fight. Ne, von da kam ich. Das war nicht so clever von ihm. Ja, ich mache hier halt die absoluten Power-Mod. Wie oft bist du mit... Noch hier sind mein Schwert, glaube ich. Und du? Die Tritte wieder. Ach, die Tritte sind eigentlich schwul. Ich kann mich danach immer nicht verteidigen. Ich hatte jetzt die Waffe raus. Jetzt hatte ich meine Waffe. Der ist zu lange. Bam. Nochmal eine blaue zum Vollaufladen. Die Zeit läuft noch. Ich wette, hier ist ein Gegner untergebackt. Nee, er läuft über mir. Nee. Ist er über mir? Er ist über mir. Da oben. Jo, das war ein richtig geiler Move. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Das heißt, da kriege ich mal keinen Bonus. Aber ist auch mies, wenn die sich hier oben verkämpfen. Kiel. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Yes. So, bevor ich das speichern gehe, will ich noch einmal ganz kurz Kontrolle machen. Das einsammeln. Hier unten gucken. Ich will immer alles abgrasen. Nicht, dass ich irgendwo eine Truhe. Selbst ein kleiner Trank zum Beispiel, weißt? Der macht es nachher aus beim Endboss-Fight. Okay, hier war wirklich nichts mehr. Okay, dann können wir hoch. Das ist der Dach, das ist nur eine Alarmleuchte, oder? Genau, dann ist hier der Speicherpoint. Komme ich da hinter noch hoch? Nee, ne? Nee, da ist eine Decke. Speichern. So, ich bin voll. Ich kenne ja auch noch Move. Genau. Normale Leute würden jetzt hier die Treppe hochgehen. Was ist das jetzt? Achso, okay. Jetzt habe ich erst den Riegel da oben. Und jetzt kann es losgehen. Ihr wisst, was da oben ist, ne? Da guckt ich einmal aus der Luke so. Moment, ist er? Dann will er gleich mit seinem scheiß Fettkörper auf mich. Oh. Da ist er. Ein schön Turnierschlüpper hat er auf jeden Fall an, schon mal. Alles klar, denn jetzt habe ich es. Ich wollte gerade mein Nimpo machen. Okay, Nimpo. Mann, du bist ein Stück Scheiße. Wie soll ich dagegen ankommen? Ich muss immer ausweichen. Kein Trank reingehauen. Vier kleine, let's go. Bam, du dumme Scheiße. Okay, den halt im Kauf genommen. Das war nicht cool. Mach mal. Oh, er hat sein scheiß Schildschild aufgebaut. Aber er hat schon hammer viel abgezogen. Das ist ein geiler Move. Das, ich habe einen geilen Move gefunden gegen ihn. Ja?
Ja. Von den einen Move. Darf ich mich auf keinen Fall treffen lassen. So, Vorsicht jetzt. Jetzt hau ich 1000 göttliche Leben rein. Und dann habe ich ihn safe. Jetzt mache ich mir den neuen voll. Die anderen vier von den... Die haben es gepatcht. Meine Liste wird nicht mehr voll gemacht. Oh, das war damals so. Zwei kleine. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich hau mir noch einen kleinen rein. Und dann yalla. Okay, war nicht nötig, aber sicher ist sicher. Die haben es gepatcht. Damals mit 1000 göttlichen Leben hast du die leichte dazu plus noch voll gekriegt. Ja, wenn da jetzt irgendwie Flammen auf so einem Luftboot sind. Und hier auch noch Elektro. Ich glaube, das ist nie so gut, oder? Da gab es doch mal damals in der Story einen Vorfall. Ne? Hindenburg und wie das Ding alles, wie die alles hieß. Ja. Jo. Das Ding ist am Abrauchen, Leute. Puh, wie das aussieht. Dicke. Leute, das war's mit Kapitel 3. Kein Ninpo übrig behalten. Das Ninpo ging nicht weiter in einen Ninpo. Ninja Meister wieder. Leute, seid gespannt, da kommen noch ein paar Folgen. Jetzt geht erstmal Kapitel 4. Hans Bar. Demnächst. Ich mach schon mal hier die Einleitung. Hier, Leute, ne? Kapitel 4, Hans Bar. Let's go. Konnte sich nach dem Absturz aus den Wagen greifen. Okay, ich zeige hier noch fix das Intro. Weil ich glaube, da kommt noch eine kleine Cutscene. Genau. Die gucken wir uns noch an. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit Kapitel 4. Macht da nochmal fix einen Harten am Start des Kapitel 4. Ist das die City, die Hauptstadt? Superheldenlandung. Da kann einem nichts passieren. Das Spiel wird noch richtig sick. Fast hat Auge ausgeworfen. In diesem Staat gibt es einen Club namens Hans Bar, der sowohl bei Nachtschwärmern als auch bei der Geheimdienstmitarbeitern im Untergrund vigorös sehr geliebt ist. Da soll ich hin. Alles klar, Digga. Spaß haben. Mach auf hier das Ding. Leute, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und Spaß haben.